Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Nevermind. Jo, wir sind ja letztes Mal hier stehen geblieben bei so einem Rune-Shrine. So direkt zu Beginn, ich habe mal dran gedacht, ja, ich habe nachgeguckt, was der genau macht. Und ja, das Einzige, was der eigentlich macht, ist, da der hier von diesen Rune-Posts umgeben ist, sage ich mal, könnten wir hier eine Unpowered-Rune drauf benutzen. Also ich kann hier mal kurz Unpowered da, Rune. Dafür brauchen wir einfach nur Runium. Das haben wir ja eigentlich. Dann könnten wir hier eine Unpowered Rune drauf benutzen und dann kann man daraus Feuerrunen machen, so wie ich das gelesen habe. Müssen wir auf jeden Fall mal austesten. Da drüben ist einer mit einem Troll Creeper auf dem Kopf. Okay. Also müssten wir auf jeden Fall mal austesten. Oh lol. Ach, teleportiere mich doch nicht schon wieder in die Lava rein. Ach komm schon. Ja, okay. Dann sind wir halt wieder hier zu Hause. Der Nether will mich einfach verarschen. Ich fange jetzt einfach mal an, hier zu sortieren. Weißt du, das mache ich jetzt einfach mal. Dann machen wir mal was Produktives. Ach so, und ich habe noch zwei Mod-Vorschläge gekriegt, die habe ich noch nicht vorgelesen. Das tue ich jetzt einfach mal. Und zwar, einmal hat Florian geschrieben, cooles Video, macht echt Spaß zuzuschauen. Erstmal vielen Dank dafür. Und er hat geschrieben, der Lootable Bodies Mod wäre sicher ganz hilfreich, kannst du dir mal anschauen. Und direkt im Anschluss hat Alexander geschrieben, noch ein Magie-Mod, Witchery. So. Und die habe ich beide nicht reingemacht. Und da erkläre ich mal ganz kurz, warum. Ich versuche hier nur gerade mal... Moment. Chest. Wir haben hier doch bestimmt Chest-Upgrades. Wir haben hier Eisenkisten. Die könnten wir zu einer Goldkiste machen. Haben wir denn genug Gold? Ich weiß nicht, ob wir das machen sollen. Oder ob wir es lieber lassen sollen. Moment, erstmal können wir hier Amethyst brennen. Das haben wir ja. Und Emberstone haben wir ja. Das können wir auch brennen. Ach, wir haben genug Feuerrunen. Da müssen wir das mit den Unpowered Runes überhaupt nicht austesten. Okay. So, und zwar der Grund, warum ich diesen Lootable Bodies Mod nicht reingemacht habe, ist einfach der... Ich habe das auch schon mal in den Kommentaren beantwortet, nur damit da auch jeder Bescheid weiß. Was ist denn das da hinten? Da will ich mal hin. Das sieht interessant aus. Nur damit da mal jeder Bescheid weiß, beantworte ich das hier auch nochmal im Let's Play, damit ihr nicht fragen müsst, warum der nicht drin ist oder mir sie nicht nochmal vorschlagt oder so. Okay, da hat mich wieder irgendwas teleportiert oder... Also entweder teleportiert oder irgendwas anderes hat er gemacht. Komm, lass mich mal gehen. Da ist er. Was passiert hier mit mir? Wer schmeißt mich hier denn die ganze Zeit durch die Gegend? So, und zwar der Lootable Bodies Mod. Oh nee. Hey, what the fuck, was war das denn? Wir haben außerdem kein Essen mehr, ja. Das habe ich ja schon mal. Warte mal, wir haben doch hier einen Helm. Okay, mein Ojok gerade. Sekunde. So, jetzt zur Erklärung der Lootable Bodies Mod. Sag mal, wie dumm bin ich denn eigentlich? Ich schlag den mit der Hand. Ja, nee, ist klar. Der ist eigentlich dazu da, dass man halt, ja, also dass da, wo man gestorben ist, halt so eine Leiche spawnt und dann kann man die halt looten. Das ist eigentlich alles, was der macht. Wir müssen hier nur mal schnell zumachen. Haben wir hier kein Holz mehr? Da haben wir Holz. Und das Problem, was ich darin einfach sehe, ist, wenn wir uns jetzt eine bessere Rüstung holen oder so, dann haben wir die ja nur einmal. Und das Problem ist, wenn wir dann sterben, dann liegen die ganzen Sachen in dieser Leiche drin und wir müssen die ja erstmal irgendwie zurückholen. Nur das wird halt eine sehr schwierige Angelegenheit, wenn wir uns einfach nicht wehren können. Weil die Monster sind teilweise schon echt relativ hart. Und ja, ich sag mal, wenn wir zwei Rüstungen haben oder so, dass wir uns halt immer abwechseln können. Beziehungsweise, dass wir auch eine Rüstung haben, mit der wir überhaupt zu der anderen Rüstung wieder hinkommen. Dann können wir das gerne mal machen. Dann können wir den Mod gerne mal austesten. Aber jetzt würde ich das eher noch nicht machen. So, da haben wir Runium. Ich hole hier einfach mal kurz alles, was so hier nicht reingehört, raus. Sortieren wir hier vielleicht noch ein bisschen. So, komm, das kann hier eigentlich rein.
Und der Witchery-Mod, der würde zwar voll gut hier reinpassen, da hast du recht. Allerdings ist der einfach viel zu umfangreich. Ja, also ich habe dann so das Gefühl, dass das einfach viel zu voll wird hier. Und dass ich da dann irgendwann nicht mehr so ganz durchblicke. Deswegen, das ist eigentlich der einfache Grund, der einzige Grund, warum ich den nicht reinmachen werde. Wir machen einfach hier direkt drüber mal eine... Noch eine Eisenkiste. Sekunde. So. Ja, jetzt hat die sich natürlich gedreht. Sehr gut. Ich möchte die gerne so da haben. Dankeschön. So, dann machen wir nämlich hier unten einfach Blöcke rein, würde ich sagen. Und oben machen wir einfach so Kleinkram rein. Und dann müssen wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen feiner sortieren. Ich weiß es noch nicht. Moment, das gehört nicht da rein. Sondern das gehört da rein, so. Das gehört auch nicht da rein, sondern da rein. So. Moment. Falsche Kiste. Man sollte natürlich schon auf die richtige Kiste draufklicken. Das können wir noch brennen. Das kann eigentlich drüben rein. So. Haben wir das zumindest so ein bisschen sortiert. Moment, das kann eigentlich auch drüben rein. Und so, bitteschön. Dann hätten wir das sortiert. Ja, das sind halt einfach die beiden Gründe, warum ich die beiden Mods nicht reinmache. So. Ich denke, das sollte alles geklärt haben. Wir haben hier eigentlich viel Rüstung, die wir nicht brauchen. Ich frage mich, ob man hier irgendwie die Rüstung wieder zurückverwandeln kann. Das wäre natürlich sehr nice. Das fände ich auf jeden Fall sehr cool, wenn man das könnte. So, und jetzt ist die Frage, wo haben wir denn hier Fleisch? Wir haben nur eine 18 Porkchop und 31 ungebrannte. Moment, haben wir sonst keine Steaks mehr? Warte, das kann doch nicht sein. Haben wir die ernsthaft schon alle aufgefressen? Oh, hier sind ja auch noch Sachen drin. Ja, geil. Moment, dann müssen wir die hier unbedingt erstmal brennen. Ein bisschen Kohle. Aber das kann doch nicht sein, dass wir jetzt schon überhaupt kein Essen mehr haben. Also irgendwas ist doch da schiefgelaufen. Ja. Und diese Schwerte hier, das ist echt ein bisschen... Warte mal, ich mach mal die Sachen, die wir an sich nicht brauchen. Oder nie mehr benutzen werden, hier raus und da rein. Dann haben wir hier nämlich mal ein bisschen mehr Platz drin. Die Axt könnten wir eigentlich verbrennen. So einfach ginge das. Oh, da haben wir noch einen Stab. Warte mal. Ember Stuff. Okay. Moment. Wir haben hier auch ganz schön viele Pferderüstungen und sowas. Wir müssen uns echt mal Pferde anschaffen. Das wäre voll gut. Eigentlich. So, das da noch rein. Den Stab machen wir auch erstmal hier rein. Moment, wir können ja mal kurz gucken. Wir haben jetzt einen Ember Stuff. Dafür brauchen wir Feuerrunen. Feuerrunen haben wir ja eigentlich genug. Einen Wasserstab haben wir. Dafür brauchen wir Wind- und Wasserrunen. Wasserrunen haben wir hier. Windrunen haben wir da. Okay. Sollte auch kein Problem sein. Und dann haben wir einen Windstab. Der braucht nur Windrunen. Also eigentlich müssten wir noch irgendwo ein paar mehr Windrunen herkriegen. Ich weiß nicht, wie viele da verbraucht werden. Das müssen wir halt nachgucken. So, hier haben wir Laserblaster, eine Dartgun. Dartgun würde ich nicht benutzen, weil die halt, wie gesagt, die Samen verschießt. Und wir brauchen halt noch Samen, ne? Weil Essen und Kühe und sonst was.
Ja, und den Rest müssen wir mal gucken. Wer brüllt denn hier draußen gerade rum? Ich mache einfach mal den Skelett, Wither-Skelett-Schädel hier mit rein. Einfach aus dem Grund, damit wir... dass wir den einfach mal so als wertvolles Item behandeln. Na? Und, den dann eventuell irgendwann mal zu einem Wither verarbeiten. Was ist denn das da? Warte mal. Erstmal dich da töten. Nervs nämlich. Was ist das? Oho. Horndron? Okay. Das ist interessant. Das habe ich noch nicht... Okay, das spawnt einfach in dem drinnen so ein Charger. Geben die mir irgendwas Besonderes? Glowing Power Stone. Mhm, okay. Interessant. So. Ernte ich hier mal ein bisschen. Jetzt hätten wir natürlich hier die Samen mitnehmen können. Ich bin ja auch doof. Warte mal. Oh, da ist wieder so ein... So zwei Dinger sind das sogar. Ja, warte, ich kümmere mich gleich weiter um euch. Hier kommen gerade nur Leute an, die mich nerven. Ich heile mich einfach mal so, weil... Einfach darum. Was ist denn hier eigentlich los? Komm, geh mal weg. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Hm, okay. Alles Paladin. Was bist du für einer? Ein Lotto Man. Hi. Mir wurde auch in die Kommentare geschrieben. Den Kommentar habe ich jetzt gar nicht rausgesucht. Das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Auf jeden Fall hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, dass er... Er kennt sich zwar nicht so gut damit aus, aber er glaubt, dass man die nicht ineinander umwandeln kann. Das heißt, wir müssen die wirklich irgendwie finden. Oder ich gucke einfach nachher mal im Wiki nach. Aber so können wir uns ja bei dem Lotto mal nichts kaufen. Ich weiß jetzt leider nicht, von wem der Kommentar war. Tut mir auf jeden Fall leid. Aber, ja. Ne? Und so. Die Hauptsache ist ja, dass mir das in die Kommentare geschrieben wurde. Vielen Dank dafür. Finde ich übrigens cool, wie ihr mir helft und so. Weil ich kenne mich halt wirklich überhaupt nicht mit aus. Und wenn ihr auch Tipps habt, was ich so als nächstes machen soll, könnt ihr mir das auch sagen. Ich hatte jetzt vor, erstmal so noch ein bisschen farmen zu gehen, weil wir brauchen halt wirklich Diamanten. So leid es mir tut und so langweilig das dann auch sein wird, aber wir brauchen dringend Diamanten. Sonst funktioniert hier halt nichts. Und, ja. Dann gucken wir mal weiter. Ich würde dann auch erstmal... Hi. Erstmal eine gescheite Rüstung craften. Bevor wir dann irgendwie wieder in eine Dimension reingehen, weil unsere Rüstungen gehen halt entweder immer relativ schnell kaputt. Oder... Was schießt mich denn hier schon wieder ab? Hä, von wo denn überhaupt? Ach, von da. Sag das doch. Ja, nee, ist okay. Nein, nein, lass mich. Lass mich in Ruhe. Alter. Ach, komm schon. Boah. Also die gehen mir so langsam echt auf den Sack. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Oh, hier ist gerade fertig geworden. Dann können wir hier noch das Eisen brennen. So. Achso, und was ich hiermit machen... Also ich habe zwar schon mal nachgeguckt, was man mit den Teilen machen kann, aber ich habe es wieder vergessen. Also da müssen wir auch nochmal gucken. Oh, und hier haben wir auch noch sowas. Okay. Da haben wir noch ein bisschen Weizen. Und noch ein paar Samen. Und dann nehme ich auch mal die Knochen mit. Weil die kriegen wir eh massig. Und dann holen wir uns einfach ganz viel Weizen, damit wir hier auch wieder ein bisschen Essen haben. Und wir wollten ja... Warte mal. Jetzt ist die Frage, wir haben 4 Diamanten. Wir könnten das entweder für so eine Rune Pouch benutzen. Dafür brauchen wir genau 4. Oder wir suchen uns ein Enchantment Table. Für den großen hier, obwohl da braucht man ein Eye of Ender dafür. Haben wir irgendwo? Warte mal kurz. Eigentlich so teuer ist das gar nicht. Haben wir hier eine Enderperle? Ne, wir haben keine Enderperle. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nur eine Enderperle. Oder sind noch 2 Diamanten? Was machen die denn hier? Okay, wir haben 6 Diamanten. Ich gucke nur mal kurz, ob wir hier irgendwo Diamanten verstreut haben. Also hierfür bräuchten wir 2 Diamanten. Ich weiß gar nicht, ob man bei dem Advanced Enchantment Table überhaupt
Bücherregale gebraucht. Das heißt, es könnte sein, dass das Ganze, was wir hier jetzt gerade anpflanzen, die ganzen Sugar Canes, dass die eigentlich unnötig sind. Aber ist ja egal. Und hiermit müssen wir uns auch beschäftigen. Aber da komme ich irgendwie nicht zu. Ich würde gerne so erstmal die Basic-Sachen machen. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Ja, da ist halt die Frage, was wir machen. Weil wenn wir jetzt uns einen Verzauberungstisch machen, dann könnten wir hier Looting draufkriegen. Beziehungsweise ich würde am besten ein neues Schwert machen. Neues Jadeschwert. Obwohl, warte mal, was kann man denn hiermit alles machen? Usage. 14 macht das. Emberstone 14, 100, 1500. Das macht auch 14. Und das hat wahrscheinlich auch so 1500 Benutzungen.